Ich packe meine Cryos und ich packe ein. Benny möchte Mega Chillons haben. Kriegt Benny. Male, Female, beides? Beides. Hast du auch gelevelte? Ich. Das natürlich. Ist mein Fridge, nevermind. Erstmal meinen eigenen Fridge geflamed. Dann willst du was haben? Turrets. Torrents. Tech Torrents, oh. Heavy Torrents. Wie viele each? 10? 20. Each? Ja. Ja, das wird ein längerer. Wir müssen jetzt Schildkammer vorpushen, wenn die online kommt. 12, 13, 14, 15, 16. Wir machen mit, so wenn es nach 25 oder 30 sind, ist es auch whatever. Hey, ihr Sahneschnitten und willkommen zum finalen Tag unseres besten und ziemlich sicher letzten Wipes in Arc 1. Denn auch heute Abend wird es eine Ankündigung zu ASA geben. Vielleicht sogar wie damals bei Genesis 2 auch direkt ein Release. Das Ganze wird circa ab 19 Uhr auf einem Xbox-Event angekündigt, zusammen mit einigen anderen Spielen. Mal sehen, ob wir vielleicht sogar einen kleinen Reaction-Stream extra machen. Wer weiß das schon. So, kommen wir aber mal zum wirklich Wichtigen. Finaler Tag, finale Folge. Kaum einer hat es gewagt, uns anzugreifen und erst recht keiner hat es geschafft, uns zu raiden. Einige waren der Meinung, der Spot sei viel zu OP. Labcave also quasi uneinnehmbar. Tja, was bleibt uns also anderes übrig, als sie selbst zu formen? Auf einem anderen Fjordo-Server ist sie ebenfalls noch bebaut und wir setzen zum Angriff an. Ein erneuter 24-Stunden-Raid voller Höhen und Tiefen. Schnallt euch also an zur letzten Folge dieses Wipes und freut euch auf kommenden ASA-Content. Und morgen gibt's dann auch noch eine Base-Tour für euch Sahneschnitten. Also, ein Like und ein Abo wäre wie immer zuckersüß von euch. Viel Spaß mit dem letzten Raid und der letzten ARK 1-Folge. Let's go! So, okay. Tusus, Level Gigas, 2 Megachillons von Benny. Turrets, jeweils Hex. 20. Cakes. Kannst aber 2 reinpacken. Nehmen wir auch Cakes. 1, 2. So, dann Laza. Hast du irgendwie einen Schrank schon da oder sowas? Nimm einfach mal 2, 3 Storages mit. Pack das mal erstmal alles in den Dingens rein. Man hat teilweise so einen übelsten Speedbuff mit Tech Chest. Ich habe keine Ahnung warum. No! Mein Portable. Scout! Der Arme. Was hast du getan? Unten rechts ist da wahrscheinlich noch ein Jenny, oder nicht? Ich weiß nicht, ich geh jetzt gleich mit dir sinken. Vielleicht kann man selben Spaß für anderen Jenny auch machen. Guck mal, wo der. Also, da ist ein Jenny unten mittig. Irgendwo bei diesem komischen Scheiß. Da sind zwei noch, die man und sieht. Und rechts ja. Oben ist noch irgendwo einer. Also, das Problem ist halt, dass da jetzt die Tusos halt schon. Ja. Ja, jetzt kommt der nächste Pick. Das ist halt die Sache mit Stegos so. Deswegen brauchen wir da auch nicht Megalodon-Dinge probieren. Müssen sie da jetzt. Oh, Benny hat eins. Benny hat eins. Aber eins ist noch geschossen hat? Nee, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich noch eins bekomme, was schießt. Also ich meine, vielleicht kann man auch einfach mit Speed reinschießen ja. Und. Nochmal die Frage: so. Schwimmen die Tusos bis unter die Decke hoch? Weil sonst könntest du doch mit dem Stego. Lol. Sonst könntest du doch mit dem Stego. Ja, du hast vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wo die Dino die also, steht. Maybe steht die Dino schon am Boden. Das kann schon sein. Ich meine, versuch das doch mal, dass du unter der Decke her schwimmst und dann von oben. Ja. Vielleicht nicht mehr im Gesicht voran, aber. Ja, also das wäre Jenny hinbekommen. Das so. Wäre natürlich schon maybe fun, hier links ne? An die Wand irgendwo. Nee, oder wenn dann zentral mittig. Links Block zwischen weit, glaube ich. Ja, einfach aber 30 Tech Turrets draufstellen und let's ja. Go. Was war das für eine Lache? Richtig dreckig. Was ist los? Ist da jetzt einer online oder was? Pisse aus. Bist du auf meinem Tuso jetzt gerade drauf? Ja. Okay. Ich will mich ja gerade, ehrlich gesagt, gerade nicht großartig irgendwo hinbewegen. Mit Slotcaps im Inf. Das heißt, ja, ich mach auch nicht wirklich viel. Reported. Perfekt, ich wurde durch irgendwas durchgegrabt. Ich habe die ganzen Charts noch im Inf. Kann die nach wie vor nirgendwo reinlegen. Wobei. Wahrscheinlich ist ja, hab ich gemacht. Berg liegt da. Bin ausgenockt.
Es wäre wahrscheinlich cleverer gewesen, die Shards einfach Shards sein zu lassen, dass der Tuso die lootet, bevor die jetzt Auto, also decayen, so. Die decayen doch nicht. In der Zeit. Oh, ist er das vielleicht? Hab ihn! Nice. Füll den in die Turrets innen, stell die auf Tame. Ja, ich muss kurz Luft holen. Ja, ich will doch nicht mehr rein mit den Scheißviechern. Was mit dir? Ich lock die in Turrets. Ja, die wollte ich gerade befüllen. Weißt du, wie gruselig das aussieht, wenn da so ein paar Tusos auf dich zusprinten, Alter? Ach ja, Stichwort gruselig. Habt ihr schon vom neuen Holy Halloween Knaller gehört? Dieses Halloween gibt's für euch Sahneschnitten etwas Süßes statt was Saures. Endlich gibt's wieder eine neue Energy-Sorte. Der Cherry Cheetah mit geilem Kirschgeschmack ist ab jetzt erhältlich. Genau ab heute in dieser Sekunde. Jeder, der auf Kirschgeschmack abfährt, sollte den mal ausprobieren. Er ist zwar etwas süßlich, ihr wisst, ich stehe eher auf die sauren Geschmäcker, aber definitiv nicht zu süß. Während ich das hier gerade aufnehme, habe ich mir einen Shaker fertig gemacht und ich muss sagen, der kommt mal wieder anders wild. Meiner Meinung nach ein Muss für jedes Holy-Sortiment. Aber es gibt sogar noch mehr Neuheiten für euch. Vor kurzem sind die drei neuen Hydration Flavor gelauncht. Dabei handelt es sich nicht um Energy-Sorten, sondern um Isodrinks, Sportgetränke mit hochwertigen Elektrolyten. Und da gibt's direkt drei Sorten und auch alle wieder in einem Probierpaket. Kleiner Spoiler für die, die sich den Adventskalender gönnen, dort werdet ihr die Hydration Flavor ebenfalls finden. Also mal wieder super viel Neues für jeden Holy-Fan unter euch. Und natürlich könnt ihr auch wie immer noch ordentlich Geld sparen mit meinen Rabattcodes. Einfach GATO5 für 5€ als Erstbesteller oder Code GATO für 10% für jeden, der schon mal bestellt hat. Klickt einfach auf den ersten Link in der Beschreibung und stöbert durch den nicen Shop. Und wie immer gilt, wenn ihr euch eine Bestellung bei Holy gönnt, dann schickt mir gerne ein Foto davon in meinem Discord. So, genug gegruselt, weiter geht's mit dem letzten Raid in Arc 1. Wo sind denn die jetzt hin? Also siehst du überall. Sonst macht ihr vorne Action, ich geh die töten oder so. Das ist halt schon Lebensaufgabe, ne? Nur wenige Minuten später. Mehrere Alpha-Haie, die hier um mich rumschwimmen, die das ich nicht. Das ist gar nicht so angenehm, ja. Nee. Ich kann mich vor allem nicht bewegen. Ich sterb jetzt hier einfach, oder was? Einfach nur grenzlos debil unter Wasser zu fighten, Alter. Ah, bin tot. Du hast den letzten Schuss hast du gehittet. Das ist disgusting. Aber also, wenn ich halt auch noch ein bisschen deeper gehe. Das ist natürlich kein Bier mehr, so. Ich kann nicht hochschwimmen, außer nach vorne zu schwimmen. Das geht nicht, ne? Boah, Junge, ich hasse unter Wasser. Megalodon. Hä? Fuck. Ja, ich hätte mir einen Lazer mitnehmen können. Wäre auch smart gewesen. Ne, Scuba. Ja, mach mal die Texture jetzt kaputt. Das Ground. Krieg hier mies auf Fresse. Ah, ich krieg richtig mies auf Fresse. Ich bin tot. Perfekt. Dann mach ich ein bisschen wieder raus, weil ich bin gleich sonst auch tot. Mach's raus. Bleib noch kurz drin, jo. Ist immer noch Player Hits? Nee. Ich glaube, ich sorg dir gerade das eine da weg, da. Was die Player Hits gegeben hat. Achtung, ja. Server-Lag kommt jetzt. Sehr mein Helm ist kaputt. Das ist kein Ersatz? Nee, wir haben nicht mehr viel Stock da. Ja, das war es. Ich bin ja auch noch bei 36k. Oh. Geh schon mal raus. Meine Oxy sagt auch nein. Ich musste das eine Heavy, glaube ich, das gerade face tanken, während ich das Tech kaputt gemacht habe. Geh halt an den Repi und reparier dir kurz ein bisschen was, also. Ja, wir haben jetzt, wie gesagt, ziemlich viele Flags jetzt da. Welches Tech Turret ist das, was da unten schießt? Ist das hier ganz vorne? Schießt das noch? Das links unten. Ja. Ich glaube nicht, das dass da hier groß gesaugte Tech Turrets stehen. Nein. Also, links unten schießt, rechts halbe Höhe an der Wand schießt auf jeden Fall. Als eins der erstes. Und links steht irgendwo noch eins auf dem Crown, glaube ich. Ja, da unten auf dem Crown. Das wird halt basically das Tech Turret, was ich gerade sauge, wahrscheinlich ausschalten und links irgendwie ein Heavy. Mehr wird das nicht machen, aber selbst wenn es weg ist und einer kommt online, kann er uns halt nicht drei neue Grounds ins Gesicht placen, so, weißt du? Man könnte halt auch überlegen, ob man für den anderen Jenny da rechts geht. Dann lass mal abwarten, was das gleich ausgeht noch. Benny, kannst du whistlen? Ich bin nicht vorn.
Okay. Bin jetzt erst auf dem Weg. Hast du ihn schon? Ja, ja, stack den halt. Ich kann halt jetzt. Warte. Nicht weiter auf den Jenny aim gerade. Ja, perfekt. Und der stirbt genau da, wo ich stand. Ach, toll. Ich meine, ich kann ihn doch einfach abbauen, ne? Oh, aus. Zu viel weggepackt? Das liegt? Ja. Dann. So, ich muss mal tanke. Ach, der Tank ist das, ist. Das ist ziemlich weit hinten, das Heavy. Hinter den Tusos quasi. Können wir hier jetzt mit Tuso gleich Action schieben? Ich geh mein Tuso mal holen. Denke schon, ja. Ja, Action. Okay, irgendein. Wenn du deep gehst, schießt ganz oben. Krieg ich. Down. Okay, nice. Noch Hälfte Oxy. Also. Usufi ist ja gar nicht broken oder so mit den Dingern. Ja, quasi hier finde ich schlimmer. Usu ist einfach ein dummes Vieh. Och man, genauso wie C4, Mann. Gut, I guess ich gehe da einfach mal soaken. Ja. Wobei, wo stehen denn die zwei Heavies? Benny, wollen. Boah, die Frage ist, kriegst du durch die Tentakel durch einen Clean Hit? Links unten müssen. Die rendern gerade für mich nicht rein. Das ist schlecht. Oder. Du siehst das da links, jetzt, ne? Okay, jetzt rendert's rein, ja. Müsste eigentlich gone sein, ja. Ja, ist gone. Irgendwo, ich glaube, rechts schießt eins. Ja, ja, das ist auch gleich gone. Ja, und der Tuso ist auch tot. Cool. Schießt da irgendein Techno auf dich? Nee, ne? Aktuell nicht, ne. Sag Bescheid, wenn du eins liegen hast. Zum Notplay ist dann die Fauni. Ja, warte, ich mach rüber auf zum anderen. Liegt auch. Soll ich blau? Okay. Ja, warte, lass mich raus. Oh, blau. Beide gone. Oben schießt jetzt irgendein Tech Turret, ganz sketchy. Ja, ja, geh da mal raus, das brauchen wir gerade. Ja, pfeif den Megalodon. Dann mach ich raus. Okay, ich kann so stehen, dass hier die Tech Turrets auf mich schießen gerade. Ich weiß nicht, ob du eventuell hier gerade unter mir her könntest und hier die Tech Turrets von mir weglaserst. Die sind auch teilweise nicht am Schießen. Siehst du das in meinem Stream hier? Wenn du hier rechts von mir gehst und da hochballerst? Das wäre prinzipiell der Plan. Ich würde aber eigentlich ganz gerne die Tusos weghaben, weil sonst endet es mit den Tentakeln und sowas, dass es da reinhittet. Dann mach sie vorher weg. Dann muss ich aber gleich eventuell wieder raus. Ja, ja. Das war ein Teleporter. Da ist einer da. Okay. Da ist jemand da. Dann sollten wir da unten ziemlich zügig Trades vorpushen. Schießt doch nichts. Bin genettet. Kann drunter schwimmen. Ah, dead. Das ist schlecht. Geräumt. Ja. Ja, Megalodon kriegt jetzt halt. Ich muss jetzt zu sein, dass ich irgendwie wieder rauskomme. Ich brauche Metrus. Megalodon ist, glaube ich, genettet. Ja. Megalodon ist tot. I guess. Jetzt wird's lustig. Hoffentlich kennen die den Megaschild am Play nicht, Benny. Aber wenn man den nicht kennt, ist man eigentlich schon ein bisschen zurückgeblieben. Fuck! Ja, jetzt bin ich auch tot. Wollte den Megashellon versuchen zu retten. Megashellon? Ach, den Megalodon. Kannst du mich kurz vorne weggraben, Benny? Ich bin außerhalb von Turret Range. Ich bin absoluter Alpha-Whale aktuell. Ach man, warum hätte der nicht in 20 Minuten online kommen können? Er portet jetzt hier wild hin und her. Was blockt hier als nächstes? Fantastisch. Oh, hallo. Guten Tag. Ja, was? Ne? Kann man ausgeschlafen sein? Ich ausgeschlafen. Ah, du hast ja 6 Stunden geschlafen. Ja, kannst du noch höher? Geht ja, das? Ich kann noch höher. Das ging's mir ja. So.
Soll ich noch höher? Muss rejustieren. Ja, GG. Oh mein Gott. Geh mich ein bisschen, dass du geblockt wirst. Bleib jetzt wieder so stehen. Leckt es? Leckt, oder? Nee. Ah, du bist deine Captorets aufgestellt. Aber ich würde eigentlich noch ein paar Turrets aufstellen. Dass die da nichts mehr... Das kann auch Kato machen, nur. No. Ich stelle hier vorne ein paar nach vorne, ich gehe welche neu aus der Fob holen. Ja. Das ist jetzt... Naja, das mache ich nicht. Aber meinst du... Unsere Tech-Turrets räumen die ganze Zeit oben Sachen ab. Ich muss... Also ich kann nicht nochmal rein. Okay. Ja, fein. Dann mache ich raus. Das waren actually nur zwei, sad. Ich kann halt jetzt oben an die Decke stehen, der kann mich nicht mehr rifeln. Und du kannst einfach, ich sorge ja, es kann mit dem Megalo dann neben dich geschwommen oder so und währenddessen haben unsere Turrets, glaube ich, irgendwelche Foundations abgeräumt. Ja. Kannst du unter dem Megalodon durchschießen, zwischen dem dem hinteren Fuß und dem Megalodon, da triffst du drei Tech-Turrets, wenn du das schaffst. Ja, ja, sieht gut aus. Eins ist noch weiter links, glaube ich. Eins ist noch an meinem Kopf. Auf Ping, auf Ping. Von hier aus wahrscheinlich, wo ich gerade hover. 30k Suntex? Ah ja, ich sehe. 28. Ich hab nochmal zwei. Das ist an meinem Kopf. Okay, ja, das wird jetzt. Aber wir können auch nochmal rausmachen. Nice. Schießen keine Tags mehr. Auf mich. Ich stelle mich da gleich mit einer mehr Schlangen wieder rein. Ich will nur dem sein Zeug eben wegbringen. Uso kommt runter. Ja, ich würde nicht überleben. Wobei, wahrscheinlich einfach schon. Überleben. Das ist so frech. Das ist 7K. So frech. Was hat er versucht, Alter? Oh, sprengen. Sind alle weg? Jo. Nee, unten ist noch einer stehen geblieben bei Apfel. Wo unten? Wo war unter dir. Da wo der so Jenny oder was auch immer das war. Da soll Apfel nochmal hingehen. 12 KP, das Feind, das überlebe ich. Eine Sekunde. Beziehungsweise eigentlich sogar 7. Noch eine Foundy weg. Guck mal, ob du replacen kannst, maybe bei Foundies. Bin dabei. Ja. Ah, ich glaube, ich komme näher ran. Bin hier ja, ein bisschen gutes höher Stück. Gekommen. Gutes Stück sogar. So viel zum Thema komplett AFK, ne? Was ist komplett AFK? Ja, die. Achso, die, ja. Ja, die YouTuber halt. Ja, für gar nichts so. Ja. Oh, da hat einer von denen gepiekt und das Tech Turret hat ihn abgeknallt. Er placed ein paar Foundies nach, aber er kann kaum noch nachplacen. Er kann nur die Kante direkt bei sich nachplacen und wird abgeschossen dabei. Ich bin ja ganz kurz weg, ich komme sofort wieder. Ist da. Ich bin am überlegen, ich gehe mal Zeug für Crabble Glitch holen. Ist es schon aus dem Wasser raus? Nee. Aber ich würde trotzdem Crabble Glitchen, das ist gerade an der Kante. Wait, was wurde getötet? Gato? Gato. Weiß aber nicht wo. Einer Fob und irgendjemand hat die Fob entweder geöffnet oder mich rausgeschoben. Wahrscheinlich TP'd. Oh ja, wenn man jetzt noch was sehen würde, ne? Das ist gar nicht so also cool, links im Action Tech Turret, das bekommen wir safe. Noch mit Rocket im Zweifelsfall. Und die verletzen sie oben. GG. Ja. Ja, die stacken da halt nur leider mit ihren Stegos Hardcore drin, ne? Also, ich weiß nicht, wo ich... Also, ich hätte da wahrscheinlich einfach rausgrabbeln sollen. Keine Ahnung. Bei Tech Turret's gone. Ich hab auch noch was rausgekriegt.
glaube, ich habe auch noch was kaputt gemacht, oder? Hier ist halt nichts mehr, was man irgendwie killen kann, und da kommst du halt nicht raus, also. Keine Ahnung. I guess. Third Person C4 ist, glaube ich, das Einzige, was da noch irgendwie funktionieren könnte. Ja, Third Person. Da ist halt kaum noch irgendwas, was du treffen kannst, oder? Du kannst ja noch ein oder zwei Foundies kriegst du vielleicht irgendwie noch hin, aber ich glaube, das ist fast schon ein Waste vom Kit. Müssen uns irgendwie darum kümmern, die Scheiße da getötet zu kriegen. Ja, machen wir halt gleich mit Turrets. Also, hoffentlich. Und vielleicht den Stego da raus. Wenn man in die Ecke von dem Stego kommt, kann man vielleicht noch ein bisschen mehr machen, aber. Solange der Stego noch diese Spitze blockt, keine Schnitte. Nun waren wir an der stärksten Stelle der Cave angekommen. Und die Gegner machten leider genau das, was wir gehofft hatten, nicht erleben zu müssen. Sie müllen den Moonpool mit Megachillans voll, buffen und healen sie permanent. Etliche Stunden vergingen, bis wir endlich ein paar Turrets erwischten und somit auftauchen konnten, um den Wasserpart hinter uns zu lassen. Ich habe inzwischen die Aufnahme sogar beendet und gesagt, ich starte sie erst wieder, wenn wir durch sind. Glaubt mir, das hat ewig gedauert und man sieht nichts, außer das Gestack in Tames für Stunden, nur um ein paar einzelne Turrets zu erwischen. Nun gilt es sich allerdings, den Aufgang hochzukämpfen und das endlich wieder mit festem Boden unter den Füßen. C4 war jetzt geil für den Jenny. Ja, ich komme mit C4. Oh. Ich will gern springen und schießen, ich kann nicht springen. Dann schieß nur. Danke für den Schaden, das macht. Aber. Ja, reicht. Down. Warte mal kurz, geh mal in Deckung. Ich glaube, die sind halt gar nicht so clever, was so ihre Heavy Tech Cover angeht, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, die sind halt generell. Also. Lass das, was ihre Heavy Tech Cover angeht, weg. Ja, wobei der schießt, glaube ich, ein Heavy. Wie weit wir reinkommen. Ja, da wir kommen jetzt basically bis zur Wall, only mit so Spaß. Santix wird die Foundation schnappen, maybe. Oh, hi, Turret. Ja, da können wir einfach von unten Rockets hochballern. Stell mich, wenn du kannst. Ah, Desmond. Da kommt halt gerade Desmond. Ja, juckt uns das Turret Cap jetzt noch? Bin ich nicht mehr, ne? Na, wo ist hier? Setz dich auf den Chego. Ja. Heavy weg! Jemand ist? Dick nochmal in die 4 Tech Turrets da reingeknallt. Nice. Wie sieht die Heavy Cover aus, wenn ich jetzt hier. Okay, er schießt zurück. Eine Foundation da oben. Kannst du abbrechen, Santix? Oh mein Gott. Na, hier ist nochmal so ein K-Flag, das ist übel disgusting. Agathe, hier oben das Heavy wäre, wenn du es wegbekommst. Ja, ich muss halt irgendwo hinlaufen können. Bleib stehen. Sehe es nicht. Es steht auf dem Ground. Ach so, ja dann. Jalla. Desmo. Oh, soll er. Hast du es? Nice. Ja, ist down.
Ah, herzlichen Glückwunsch. Hab einen Heavy erwischt, aber ich bin jetzt halt basically schon unterwollen. Da kommt ein Basi nach unten. Okay, jetzt kommt basically schon Wall und Ausgang da oben. Alter, willst du den picken gehen? Warte. Ich will mich da. Ich hab gerade Bier geschluckt okay. Und mach mich ready für ein Ding ins Run hier. Ja. Ja, also den Spieler halt mit dem Spieler hier gehabt. Whip pre-equipped. Lass ihn fallen. Ja, das ist natürlich nicht ganz runtergefallen. Jetzt fällt er runter. Tot. Nein, tötet den Velo. Ausnahmsweise gestorben. Hab ein Heavy. Kann ich nochmal rein? Nee, sollte ich lassen. Er whippt jetzt wieder hier oder was? Oh Mann, Junge, piss dich. Geh einfach offline. Nerv nicht weiter. Ich will aber auch nur rein, ne? Jetzt hat nur noch dieser Nova-Typ. Ich sag, wenn die halbe Voltagon ist, drückt der sich aus. Oh, nächstes Tech Turret gone. Hier, boy, ich hab dir Geschenk mitgebracht. Fang. Mit Raketen auf mich. Junge, wann lädt dieses Kack-Force-Field rein, Alter? Junge. Aber ganz ehrlich, mit Explosives einfach nicht mit mir anlegen, Junge. Er schießt die Rakete daneben. Er kommt ganz schön close mit seiner Rocket nach unten geschossen, by the way. Okay, never mind. Er hat sich selbst deleted. Ich habe ihm gerade eine Splittergranate an den Kopf geworfen vom Despo, während er nach rechts läuft. Und er schießt die Rocket aber daneben. Schön ist es. Einfach schön. Ja, dann tötet ihn mal. Er ist tot, er hat sich selbst am Tech Turret erledigt. Aha. Ja, okay. Also mit Desmo. Du musst, glaube ich, Gravel glitchen. Also. Nein, 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 nein. Bitte lass Mate Boost Desmo 2, 3 Stück auf einmal und wir räumen ja, da die kompletten Headshrimps auseinander. Also kriegen wir da gezielt Sachen weg? Ja, da stehen Headshrimps voll mit Turrets. Direkt ja, über uns. Also, wir müssen einfach nur 3 Meter nach oben fliegen. Ich hab doch Andrew vorhin hier rausgeschmissen. Ja, ich hab warte Andrew noch. Warte. So, hier, Cryo-Time ist abgelaufen. Bob ist ready? Ja. 3, 2, 1, yalla! Ja, easy. 2 Rockets rausgekriegt. Das ist komplett easy. Ja. Mit 2 Mann. Also, super free. Einfach oben unter die Decke gehen, ja. Rechts, links hovern und wäre das dann auch um dich schießen. Ich nehme auch Rockets mit. Für die ja. Metal Structures gehen. Ah, ich gehe mal kurz was zum Trinken holen. Dann nehme ich lass das noch einmal zu dritt machen. Vorbei. Ja. Der ja, Desmo wurde vorbei. Abgeschossen. Ja, vorbei abgeschossen. Im Sinne von, ja, dass ja, da... Ja, ich weiß, was du meinst. Bis also gleich. 80% weg. Ready? Okay. Dann Bier rein. 3, 2, 1, go. Bleibt unter der Decke. Ready? Ja. Dann 3, 2, 1, go. Gelandet. Hab eine an die Wall geschossen. Ich würde jetzt auch gerade erstmal wieder nur eine Rocket mitnehmen. Oh, steig auf, Benny. Vorher steige ich nicht auf. Guck. Ich schieß nichts auf mich. Aha. Hat auf dich geschossen. Ja, ja, wahrscheinlich. Haben die Viecher einen scuffed Wendekreis? Ich will einfach für die Mainboard looten, oder? Oh. Einfach. Einmal. Oh, ja, hab was kaputt. Perfekt, das ist eine größere Öffnung. Warte mal, Satix, du willst gleich nochmal desingen, wo da noch Support ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie gar nicht mehr so viel Support. Also, da, guck mal, ich habe das halbe Ding jetzt gedroppt. Mhm. Wie full life ich noch bin, ist das dumm. Satix, nicht einschlafen.
Jetzt nicht auf Kommando springen, ich bin noch nicht oben. Okay, ich gehe für die Wall. Ah, es hat's mir zerlegt, bevor ich dran war. Boom. Oh, müsste gedroppt sein. Moin. Oh, nur 99 Andro. Gott, ich wurde übel nach unten genockt. Dick was an der Wand abgeräumt. Sehr gut. Einen rausbekommen. Vielleicht sogar zwei rausbekommen. Ja, zwei rausbekommen. Boah, das sieht ziemlich im Ass aus. Ich hab auch zwei rausgekriegt. Ja, ich glaube, ich komme nur an die Wall, ne? Irgendwelche Actually, kommst du für das erste Turret, was hier auf uns schießt, das ist... Ah, okay, da ist eins mit einem ähnlichen Winkel. Mach mal Peng! Ja, das sag ich doch. Oh. Okay, ich gehe ja schon wieder. Das war gar nicht so wenig Knockback. Ich hab's, glaube ich. Einmal Peng! Oh, war leider eine Millisekunde zu spät. Ich bin leider durchgeglitscht. Hast du gesehen. Wo ist das Benny? Da schießt aber noch eins. Ich hab eins, aber ich weiß nicht, ob das das ist. Warte mal, ein anderes Ding. Ich glaube, ich werde halt hier abgeknallt. Ja. Vielleicht, wenn du da rüberkommst. Ja, oh, auch in Ordnung. Hat sich somit erledigt. Gut, oh. Android. Einfach Jump and Run, Profi. Wenn's zeig, wie es ist. Nee, ist aber ich stehe direkt ist ein davor Rocket Launcher, jetzt. Theoretisch. Ja, die Frage ist, aber wenn ich jetzt aussteige. Der ist nicht reloaded, ne. Du hast das Doorframe getroffen. Auf für dir, da. Doch. Hat jemand noch ein Rocket? Ja. Du kannst hier selber aufs Backs pullen. Nein. Ah, Flagset, Schmackset, sag ich immer. Ich hab die ganze Cliff abgeräumt. Das Turret hast du, direkt da drunter ist noch eins. Zum unteren goldene Umrandung da. Untere? Ja. Das ist der Jenny, auf den du schießt. Ja, das ist Turret. Da ist das Turret. Oh, in meinem Desmo liegt gleich dein Giga drin, kannst du ihn nachher rausnehmen dann. Ich würde dir mal die ganzen Kids auf dem Weg runter. Scheiß, ja. Wenn die mit Nippels. Also, ich habe dir keine Stamina so. Ja, Schatzrouten könnte doch interessant sein, ne? Ja. Wir droppen auch nicht allzu hart. Kannst auch mit dem Desmo einfach drauf fliegen, Benny. Mit zwei Heavys. Mit Antworten sehe ich. Vier Heavys? Ja. Ne, zwei, die noch schießen. Ja, zwei. Gone, oder? Er ist gone. Links vom Mac gleich. Oder ist das ein ja, Jenny? Ja, das ist dasselbe. Also da ist ein ja, Jenny, aber links. Ich frage, ob das ausgeht. So. Wahrscheinlich nicht so viele Jennys wie die haben. Ne. Noch da. Ist gone der Jenny? Du blockst mich. Nee, ist nicht klar. Willst du den Mac einfach wegknallen? Weil wir haben die Turrets oben noch. Links. Ja, die haben Turrets oben. Die Orb ist hier direkt links von mir, ne? Du kannst eventuell die Orb sogar treffen. Ja. Aber ich hab nicht mehr so. Boah. Okay. Links. Siehst du jetzt. Ja. Ach du Scheiße, haben die viele Internals. Ach du Scheiße. Du schießt in mich rein. Ja, mach mal. Warte. Ja, sieht gut aus, sieht gut aus, sieht gut aus. Orb gone. Das Tag da hinten steht auf dem Boden. Das Heavy. Das Heavy hinten links. Ja, das kann ich nicht machen. Oh ne, ich schmeiß das Zeug mal eben hier in Bennys Dinge rein. Zwei Max und der Giga.
Das kannst du streamen an, ne? Ja, mach ich sofort. Da wurde instant abgeknallt. Au! Das tut weh. Da drin. Das mache ich nicht noch ein zweites Mal. Das war zu viel. Oder hättest du gerne einen ganzen Suit? Ich hätte schon gerne einen ganzen Suit, auch mit Shield. Ja, kannst du selber. Giga online! Ich hab keine Headshot. Let's go! War jetzt sicher? Ist ein Player drauf? Ja, der wurde genetzt. Wurde gerade rausgeworfen. Vor meinen Augen. Das ist gar nicht so gut. Hier oben steht ziemlich viel Müll. Schnell Foundations klären. Ja, ich save mal ganz kurz Mac und Giga und so weiter nach unten. Ja, aber das sind Giga oben. Treff ihn einfach direkt raus. Ich hab hier noch einen, der voller PS. Ist. Ne. Okay, weißt du, weißt du, weißt du? Nochmal! Hab ihn. Gut. Zeug. Sonntags, gib mir mal einen Mac. Whistle mal Deodon und Andrew und so weiter ein paar Meter nach hinten, Benny, gleich. Ja. Dass die hier um die Ecke kommen. Alles um die Ecke hier. Ja, bin dabei. Du coverst vorne mit Giga, ich mach hier Scheiße kaputt. Kannst du vorplacen? Ich hab wirklich das Gefühl, der hat uns zwei Schlägers im Weg geworfen, hat gemerkt, Scheiße, die sind ja ganz schön weit drin. Und nimmt jetzt Zeug und geht, oder wie? Giga kommt. Mit Player drauf. Player ist runter, einer nettet mich. Au, 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 au. Ich geh für den Pick. Da ist niemand mehr drauf. Sicher? Ja. Dann ist der instant abgesprungen. Der hätte ich doch einfach genettet, ne? Naja, dann war das derselbe Typ wahrscheinlich. Ich denke nicht, dass die zwei da sind. Normalfall sollten wir hier eigentlich gleich Rifle-Dinge tun. Die ist wieder mit Raketen auf mich und ich habe das eine Tackler gesaugt. Der Strap C4. Ich habe ihn in die Luft gejagt. Also, der ist der gute Spieler aus dem Trap. Warum? Ja, war Sarkasmus. Ich habe gedacht, der andere Kick war online. Okay, also kriegst du das Tag da hinten? Mach eben die Headshrimp Stack, wo die Heavys draufstehen. Ja, du hittest mich ab und an, aber geht. Die Frage ist, ob du an das rankommst. Boah, das zwackt. Bin dead, bin dead, bin dead. Ja, lass ganz ehrlich, das ist mit Desmo halt 10-mal einfacher, das Sound zu schrotten, als das jetzt stundenlang zu soaken. Ja, ja, ein bisschen weh. Ja, aber da war auch rechts noch alles an. Wir haben ja rechts schon einiges weggemacht. Ich würde für die zwei Ground Heavies. Keine Ahnung. Werden wir herausfinden, im Zweifel sind sie gleich kaputt. Oh, leck mich am Arsch. Okay, spreng, 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 spreng. Hm. Weiß nicht, wie clever das ist, da die Crafting schon zu zerlegen. Ich scheiß gerade mal ein bisschen auf den Loot, wenn ich ehrlich bin, wenn da ein Tech-Turret drin steht. Ich war da drin stuck, ich wäre tot gewesen. Weil, ich mein, bei Guard dürfte jetzt nichts mehr schießen, dann kann ich für das da hinten gehen. Gone, oder? Ja. Welches Tech schießt auf dich? Hier schießt ein Tech aus dem, aus der Crafting Area, Benny. Zwischen diesen beiden Fridges. Ja, ich sehe es. Weiß nicht, ob du mir hier hinterher machen willst. Ja, ein bisschen weiter, bisschen höher, nein. Da ist noch eins dahinter. Weiß nicht, ob das auch leer ist oder vielleicht schon. Höher, höher, höher. Gone. Da komm ich hier ist noch eins, Alter. Leck mich doch am Arsch, Mann. Wo ist das? Da hinten links, das ist mitten in den Fridges.
Strand, du hast ein paar Dedis zerstört. Einmal alle Dedis. Ja. Ich hab 3 Genies. Ah, die Crafting Area muss leider ein bisschen leiden. Ich mach hier auch den nächsten Genie. Weiter rein. Was hat ich? Sekunde, muss eben Genie machen. Genie gone. Da hinter mir noch einer? Nee, ne? Wait. Also wir haben jetzt... Boah, ich... Oh mein Gott, ich hab ein Loch hier drin, das ist ja ein Ceiling hier. Auch in den Giga, glaube ich. Ja. Ich geh in Giga holen. Ich verrecke hier. Da unten sind noch mehr Internals, ja. Alter. Ja, ja. Das ist doch disgusting, Alter. Das ist alles voll. Kommt nicht an, kommt noch nicht an. Zu weit weg. Hat übel FPS-Drops, Alter. Der Scheiß, ja, same, der Stalker. Mach mal raus, Kato. Muss den Stalker erst. Schieß, hör mal auf zu schießen. Schieß mir hier in den Boden oder wir sind weg. Wait, da schießen Velos irgendwo, kann es sein. Bisschen näher. Ich bin stuck in irgendwas. Ja, dem Stalker. Da kommt alles an Tanks. Oh Gott. Actually, die Agro-Tanks Giga. Halt ein bisschen... Nantex, kannst du Giga machen? Ich mach Giga. Ja, hier kommen halt auch Gigas und Wilvans jetzt. Wir schießen gleich einfach alle an, Nantex. Soll doch gehen. Ja gut, du beißt mir leider nur gerade in den Boden oder den Füßen. Ja. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob die es theoretisch dürften. Das ist kein aggressive. Oder? Das ist whatever. Oh mein Gott, Alter. Oh, ich bin Step Pro. Bin wieder draußen. Ich geh mal healen. Kann jemand den Rex und den Giga kurz wegwürzeln? Da, der Rex unten, Kato. Mach nochmal raus. Ja, maybe. Muss erst PvE töten. Nee, yeah, alles gut, ich bin full life. Maybe ist Suntex auch gleich schon beim Genie, wenn ich die. Also ja. ich bin beim Genie. Ja, dann mach weg. Ich weiß nicht, ob es der letzte jetzt ist. Ja, werden wir gleich sehen. Ist fein, ist aus. Ich sehe und höre nichts mehr. So. Finally. Endlich. Also die Crafting Area gibt noch mal ein bisschen was und so weiter und wir haben einige Jennies und einige Turrets gekillt, so, aber... Ich weiß ja nicht, wie viel Stein wird, ob das relevant ist. Haben die ein Turret eigentlich abgeräumt? Naja, die haben ja am Anfang, glaube ich, 3 gerifelt, ne? Ansonsten haben wir, glaube ich, fast mehr Turrets... Ja, aber wir haben fast mehr Turrets getötet, indem wir in die Schüsse gelaufen sind, oder nicht? Ja. Was sind die ganzen, wo ich Tech Chests sind? Das war eine. Eddies, ich glaube, ich würde mal den Move machen, dass ich die FOP ein bisschen schon mal ausdünne. Schon mal Flux-Sets rüberbringen und so ein Bums irgendwie repariert, dass unser Zeug jetzt irgendwie nicht mischt es und dann könnt ihr theoretisch den Scheiß in die FOP schon mal laden, was ihr jetzt gelootet und dann komme ich euch helfen mit Suit, ne? Ja. Sind die irgendwie... So, Nova, zeig mal, was du hast. Ich wette... Nova ist leer. Ich wette... Ne, Ceria ist Bob. Sam hat den besseren Vault. Weil Sam hat den als erstes, also der hat das Ganze gebaut, sprich der ist Switch. Ja, also, schlechter geht's nicht, was war denn leer? Ah, Cryopods! Ich hab gewonnen! Oh, empty Cryopods und? Oh, Kill-Lootbox. Gut, dass sie Private Vaults haben, das ist so, richtig und richtig. Das wäre deiner, dann gehört Zaneria noch mir. So, da ist jetzt der High Broken Loot drin. Alter! Ich hab gewonnen. Ja, ich hab schon wieder kein Lootpack. Ich hab nen Cryopod? Ne, Cryogun. Ah, ja.
einen Metal Giant Hedgefan. Das ist absolut cool. Insane Loot. Wichtig, dass jeder von ihnen noch zwei Private Vaults hatte. Mit der doppelt nichts reinlegen kann. Oh, Mann.